Hier ist er, der Junge. We're here to save him, or he'll die. Son, I'm here to expose arson and murder. You can help him. I know you can. Habt ihr das gerade gehört? He has not forgotten. Er hat nicht vergessen. Haben wir was Schlimmes getan? Ja, hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Lost Within. Wir befinden uns jetzt weiterhin, befinden uns jetzt in Kapitel 4 von Episode 2, nicht vergessen. Wir hatten ja in die erste Episode durchgespielt mit einem anderen Charakter, den Deputy Pierce oder Pearson. Ich vergesse immer seinen Namen, ne? Wahrscheinlich werde ich seinen Namen hier auch vergessen. Und zwar ist das Feuerwehrhauptmann Wade, der ist jetzt mittendrin im Geschehen und will jetzt den, ja, Wicklow bzw. den Wicker Man aufhalten. Ob ihm das gelingen wird, das werden wir herausfinden. So wie ich das mitbekommen habe, hatte Pierce nicht so viel Glück. Aber das hat sich nie so komplett, nie komplett aufgelöst, also der Ausgang davon. Deswegen bin ich jetzt auf das Ende gespannt. Aber das wird jetzt noch ein bisschen auf sich warten lassen. Deswegen würde ich erstmal vorschlagen, wir machen überhaupt grundsätzlich erstmal mit dem guten Wade weiter. Kapitel 4, ich habe das Ding gefunden, das sich Wicklow nennt. Es hat Feuer wie aus dem Nichts gelegt. Einen Flur mit Acetonkanistern gesprengt. Ich konnte gerade noch entkommen. Ich schulde dem Kind etwas, was immer es sein mag. Weil bei dem Kind sind wir uns auch nicht sicher gewesen, ob das Kind ein Mensch ist oder nicht. Weil dieser Junge versteckt sich quasi auf ganz komische Art und Weise. Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Das ist wirklich sehr interessant alles. Ziel, finde heraus, wie du Wicklow aufhalten kannst. Richtig. So, hier kommen wir nicht mehr durch. Also geht's hier geradeaus. So, ja. So, was haben wir hier für Möglichkeiten? Und wir hören den Mann im Wasser. Wir hören the man in the water. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Wenn wir ihn hören, bedeutet das in der Regel, dass das Ende nahe ist. Also das Ende der Episode. Episode, halt wie gesagt, dieses Spiel besteht aus 3 Episoden plus ein Prolog. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es einen Epilog gibt, aber kann ich euch mal ganz kurz zeigen für den Fall, dass ihr neu an dieser Stelle seid. An dieser Stelle würde ich mich über ein Like, über ein Abo und eine aktivierte Glocke freuen. Das wäre richtig cool. Ja, Vorspann. Episode 1, 2, hier sind wir gerade. Und 3 ist ein bisschen kürzer. Nur so als Information, aber wie gesagt, der eine oder andere, der das hier schon länger verfolgt, weiß ja schon Bescheid. Aber ich wollte es nur kurz immer so zwischendurch mal erwähnt haben. Ich gehe wieder zurück, okay? Ich gehe wieder zurück, alles klar, tschüss. Das Let's Play ist jetzt vorbei. Nein, Quatsch. Ich wollte mich hier nochmal umschauen. Aber ich glaube, hier gibt's nichts mehr, ne? Ich glaube, hier gibt's gar nichts mehr. Nein. Das ist alles eine Sackgasse. So ein Nein. Okay. The madman was invisible. Gut. Hoffentlich verpasse ich hier nichts. Wie gesagt, wir sammeln ja diese hübschen Schnipselchen. Mir fehlen noch 4 Stück. Hoffentlich habe ich keins verpasst, ja. Also ich habe wirklich einen sehr guten Stand. Und das dürfte mal wieder eine kleine Herausforderung sein. Ich gehe jetzt direkt hier. Okay, wir haben jetzt einige Hürden zu überwinden. So, bannen sehr gut. Damit können wir das Viech da vorne aufhalten. Nein, ich will das nicht. So, hier gibt's nichts. Einfach mal gar nichts. Haben wir eine Tarnung? Ja, sehr schön. Für den Fall, dass das Ding hier uns angreifen sollte. Und ein Dokument, das ich vollkommen übersehen habe. Dies ist mein Reich, der Keller. Ich habe es mir verdient, ehrlich und redlich. Ich dachte, alle Falltüren und jedes versteckte Fach zu kennen, oder?
Aber jetzt, hier unten ist noch was anderes. Ich höre ihn, wie er sich bewegt, kann ihn aber nicht sehen. Ich werde hier auch nicht verrückt oder sowas. Ich habe ihm Sachen angeboten, Essen, Alk. Ich frage ihn, was er will. Ich bitte ihn zu gehen. Was sagt er? Nichts. Ich glaube, er beobachtet mich, studiert mich. Mann, es ist, als ob er mich beurteilen würde. Ich fühle es. Er kennt die Geheimnisse des alten Gebäudes besser als ich. Mann, ich kann nicht sehen, weil er in den verdammten Wänden steckt. Wicklow 1984. Der Mann im Wasser. The man in the water. The man on the water. Das dürfte interessant werden. So, das dürfte sehr schwierig werden. Das dürfte sehr schwierig werden. Voll. Gut. Bannen. Ich hatte keine andere Wahl. Das waren zu viele von denen. Und ich kann... Dieser Gegenstand ist nicht herstellbar. Ich hatte keine andere Wahl. Na gut, dann hoffen wir mal, hier mehr finden zu können. Aber bevor ich da reingehe, will ich nochmal hier schauen, ob es hier was gibt. Man kann sich sehr einfach hier verlaufen. Wir haben ja unzählige Optionen, nicht wahr? Also die ist hier sowieso verschlossen. Ich höre jemanden. Ja. Naja, gut. Voll. Ja, komm jetzt. So, okay. Der kommt nicht bis hierher. Schon mal sehr gut. Ja, Schnauze. So, dann wollen wir mal hier durch erstmal. Und das sieht doch ganz gut aus, ein Schlüssel, der nützlich sein kann. Urteil, damit wir eine Uhr herstellen können, das können wir nicht mitnehmen. Das haben wir bereits alles in Hülle und Fülle. Wir sind mehr als gut versorgt. So, ich würde jetzt an dieser Stelle vorschlagen, ich tarne mich wieder. Und Tarnung, eine Tarnung, wie ich sehe, wird langsam, also solche Tarnungen werden immer seltener. Chemikalien freigeben. So, neuer Tag, neuer Anfang. Diesmal war es ein Scheunenfeuer. Ein paar alte Krankenwagen, weiß nicht wieso, ist mir auch egal. Was mich interessiert, ist der fehlende Kanister. Die Chefin ist sehr deutlich. Ist schon seit ich für sie arbeite so gewesen. 8 Jahre. Jedes Mal, für jeden Auftrag, hinterlässt sie mir 4 Kanister. Heute waren es 2. Hab den Auftrag trotzdem ohne Problem erledigt. Aber hey, wieso waren da nur 2, Wicklow? Der Mann im Wasser? Hat er was damit vor? Er hat mich nicht wahrgenommen. Okay. Oh gut. Perfekt. Komm, geh. Die fallen mir immer bisher. Zum ersten Mal
komme ich mir schon ernsthaft bedroht vor. So, ich habe mir noch eine Tarnung. Die sollte ich zwar weise einsetzen, aber die Frage ist, was für Optionen habe ich, ne? War ich hier schon? Ich glaube schon, ne? Ja, hier war ich schon. Diese Biester, ne? Ich will noch herausfinden, ob da noch was ist. Das ist mein Problem. So, hier waren wir schon, ne? Hier waren wir auch. Okay. So, dann wollen wir noch einen anfertigen. Uns gleich direkt aus dem Staub machen. Oh, wie gut, dass ich eine Falle habe. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr. Ich will hoffen, dass da nichts mehr da ist. Ich weiß es aber nicht. Das belastet mich schon ein bisschen. So, wir können natürlich ein paar Sachen wieder neu nehmen, aber das hier ist egal. So, was können wir hier tun? So, ich will... So, hier können wir was machen. Und zwar können wir Folgendes tun. Mit diese Fallen. Ich habe keine Ahnung, ob ich beide erwischt habe, aber ich stecke in großer Gefahr. So viel sei mal gesagt. Okay, Kontrollpunkt erreicht. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe, aber die kleben so an dir. Die kleben so Judgment on the Wicker Man. Urteil über den Wicker Man. Wir wissen, wer das ist. Die Anklage hat Unschuldige bei lebendigem Leib Verteidigung. Urteil schuldig. Ja, ich denke letztendlich war das der Mann im Wasser. Gar keine Heilung mehr. Moment mal, wir hatten noch am Anfang eine Tür. Dammit. Aber wie gut, dass wir einen Kontrollpunkt hier haben. Das heißt, ich kann hier ruhig verlieren. Ne? Ich kann hier ruhig sterben, besser gesagt. Können da nicht durch. Wir hatten nämlich doch nur den Schlüssel, ne? Das ist das Problem. Ganz genau, hier. Hätte ich beinahe übersehen. So, erstmal hier, wo wir uns das Dokument krallen. Schnipsel. I always. Drei Schnipselchen fehlen uns noch. Drei Schnipselchen. Oh, bitte sag mir ja. Oh ja. Oh ja. Beides sehr wichtig und nützlich. So, erstmal. So, als ich in diesem Job annahm, sagten sie mir, es würde anders sein. Auch wenn du schon in anderen Krankenhäusern oder psychiatrischen Anstalten gekocht hast. Nein, mein Herr, Weatherby ist anders. Allerdings ist es anders, ja. In diesem Irrenhaus spukt es. Die Holoi
hohläugigen Insassen erschrecken mich nicht. Nein, das, was in der Nacht passiert, ist es spät in der Nacht, wenn ich Brühe koche oder backe und alle anderen schlafen. Ich höre, wie sich etwas in den Wänden bewegt. Ach, es ist sehr leise, aber ich habe Ohren wie eine Eule. Augen hat und kann es hören. Jede Nacht bewegt sich dieses Gespenst in den Wänden, als ob es auf der Jagd wäre. Jeff LaChance Koch, April 1984. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Bertrand und der Junge ein und dieselbe Person sind. Das ist der Eindruck, den ich habe. Warte. Komm. Geh rein. Perfekt. So, da wir das Schnipselchen jetzt haben und pro Ebene nur ein Schnipselchen bekommen, sollte das kein Problem sein. Aber wir können hier reinschauen. Urteil über den Wickerman ist ja schon klar. So, was befindet sich hier? Okay, erstmal nichts Besonderes. Aber wir haben damit zumindest eine kleine Preview, was uns erwartet. Denn mit Sicherheit wird der Wickerman auf uns warten. Mit Sicherheit. Der wird... Oh, Kontrollpunkt erreicht. Ja. Der wird uns nicht einfach so gehen lassen. Abgesehen davon müssen wir ihn doch aufhalten, oder nicht? Hä, was? Ach so. Oh. I know you, man. You're the madman. Why me, man? War 9. The factory fire. That was 10 years ago, man. I did those sick inmates a solid. Boss's germs would have killed them slow. Whoa, only Voss and I knew the full deal. Nobody escaped. Except the kid, man. Bart. Birdie. And he... But you're... The kid. Bertrand. Hey, Madman. No! Be cool, man. Be cool. Oh, scheiße. Das ist somit sein zweites Opfer. Sein erstes Opfer war Primrose. We are an animal, but nobody deserves that. Got a second chance to burn you both. Wir wissen ganz genau, was zu tun ist. I fight him with a lighter. You can't fight him. You banish him forever. Find his bones, his remains. Okay. I've seen them before, at the fire memorial. This way, to the memorial! Ja, wenn ich da durch kann! Wenn du weitermachst, gibt es kein Zurück mehr. Habt ihr das verstanden? Ja? Okay, weiter geht's. Kapitel 4. Ich hatte noch nie eine Vision aus der Vergangenheit, wie der echte Wicklow gestorben ist. Der Irre hat ihn mit Aceton vollgepumpt und gesprengt. Genauso wie er die anderen so gesprengt hat. Er hat sich ihm auf die gleiche Art und Weise gerecht. Wie die Täter. In der Gegenwart wird dieses Wicklow-Ding versuchen, uns zu töten. Das Kind sagt, ich kann es aufhalten, wenn ich die Leiche von Wicklow finde. Feuerwehrhauptmann Wade. Der Typ dreht richtig durch.
So, an Jacob Waschenfelder von Tim Gerritsen, Datum August 1984. Antwort, Gerüchte über, oder egal, ist das gleich dasselbe, oder Antwort, ja, egal. Gerüchte über verschwundene Personen. Hallo, Chef, ich möchte mich einfach nur vergewissern. Ich habe die Geschichten gehört, wie alle anderen, aber weil ich noch nichts Offizielles gehört habe, gehe ich davon aus, dass dies der übliche Unsinn ist. Dieser alte Ort ist die Stadt der Gerüchte. Wir sind so überfüllt, dass man schwerlich durch die Flure gelangt und nicht auf alles und jeden achten kann. Wenn dann beispielsweise jemand vergisst, eine Beurlaubung zu beantragen und in den Urlaub geht, zack, schon gibt es ein neues Gerücht. Der Irre hat ihn geholt. Aber ich kaufe es Voss auch nicht wirklich ab, dass die Leute einfach gegangen wären. Ernsthaft, sie würde es doch mitteilen, wenn Personal verschwunden wäre, oder? Tim Gerritsen, Sicherheitsbeauftragter. Eine gute Frage. So, wir müssen ganz schnell gucken, ob wir hier irgendetwas finden können. So. Hier scheint es sicher zu sein. Scheine an Verwaltungsleiterin Voss, Rob Ritchie, Datum Februar 1972. Antwort beschlagnahmte Waren. Wie geahnt fand ich ein erhebliches Geheimlager von Schmuggelware im Zimmer von Patient Nick Taylor. Weiß immer noch nicht, wie er an all das gelangte. Die brauchbaren Gegenstände sind im Safe meines Büros. Die Kombination ist 631. Wir haben hier einen Safe in der Nähe, falls Sie den Zugang benötigen. Rob Ritchie, Sicherheitsdienst Weatherby. 631. Gut. War also wichtig, dass wir hierher gekommen sind. Nichtsdestotrotz. What the heck? Das dürfte ein Problem sein. Die haben sich hier verteilt. So. 6, 3, 1. Schnipsel. Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's so gewusst. Okay. Yes. Genau so machen wir das, aber bis dahin, zwischendurch werden wir uns mal diese Lektüre mal reinziehen. Allgemeine Belegschaft von Verwaltungsleiterin Voss, Juli 1984, genau. Betreff neueste Dissertation. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass eine führende Mitarbeiterin ihren Posten verlassen hat. Auch wenn unsere Arbeit hier manchmal Kritik auf sich ziehen mag, ist sie nichtsdestotrotz unerlässlich. Der wahre Pioniergeist von Weatherby. Das macht es umso bitterer, wenn eine Person des öffentlichen Lebens unter wertlosen Beschuldigungen zusammenbricht und ihren Posten verlässt. Es ist des Weiteren respektlos, diese Dissertation einem Irren vom Irrenhaus zuzuschreiben. Es verstecken sich keine Mörder oder Geister in den Wänden der Anstalt Weatherby. Veranstaltungsleiterin Voss, ja, ganz genau. Verschwörungstheorie. Absolut. Ich stimme dem zu. Absolute Verschwörungstheorie. There is one way out. Use the lighter! Ah, hier drin ist er! Das sind die Überreste? Da sind die Überreste drin. No! Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Damit habe ich gar nicht gerechnet. It's all gone, man. I can't feel the fire. This place again. They all kiss the flame. Oh. Quit whining, chums. I got burned too. See? I remember now. The famous Wicker Man burned alive in a real madhouse by a real madman. Then a second chance. Asylum was kinda off somehow, but hey. But you, fire chief, you
had to invade my glade? Make me take the fall again? Wanna be a real hero? Bust the real psycho! Find the madman! Damn you! Damn you all! Everyone in that bogus nut house can all burn in hell! Twenty years. Never seen anything like this. This isn't ghosts. This is madness. Chief Wade? I need your help, sir. One last time. Kid, whatever you are, you have questions to answer. Das würde ich auch sagen. Wie kann es sein, dass wir ihn... Können wir ihm vertrauen? Das ist halt die Frage. Die nächste Ebene ist erreicht, Leute. Der Wicker Man ist tot. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was jetzt auf uns zukommt, aber wir schauen erstmal, okay? Wenn du weitermachst, gibt es kein Zurück. Diesen Satz haben wir oft gehört. Aber mal schauen, gibt es wirklich kein Zurück? Wir werden es herausfinden. Los! Kapitel 5, das letzte Kapitel. Zumindest von dieser Episode, ne? Dann gibt es noch vier weitere Kapitel in der letzten Episode. Das Wicklow-Ding ist weg. Ich musste es einfach nur daran erinnern, dass es tot ist. Wie Chuck Norris, ne? Ich habe die Wahrheit herausgefunden. Die Verwaltung hat Wicklow als Aufräumkommando benutzt, um unschuldige Patienten zu töten. Ich werde die Anstalt Weatherby dem Boden gleich machen. Aber zuerst muss dieses Kind ein paar Fragen beantworten. Feuerwehrhauptmann Wade. You can come out, kid. Wicklow's gone. Thank you. Kid? I need you to level with me. What are you? I'm not you, Mr. Wade. I don't think so, son. Hurry, come to the greenhouse. Gut. Weh, ich habe eine weitere Aufgabe für Sie. Melden Sie sich sofort über den üblichen Weg, der, den Sie ignoriert haben. Ich habe schon seit 5 Wochen nichts mehr von Ihnen gehört. Ich hoffe, Sie haben eine gute Erklärung. Was passiert dort? Ist etwas passiert, wovon ich wissen müsste? Haben Sie sich selbst verbrannt, Sie Trottel? Vergessen Sie nicht, ohne mich hätten Sie die letzten 10 Jahre in einer 2-Meter-Zelle verbracht. Ja. Weh ist wahrscheinlich der Wicker Man und das ist der Absender, in dem Fall die Absenderin, Voss. Sie weiß noch nichts von dem großen Glück des Wickermans. Er hat den Madman von Madhouse Madman, ihr wisst schon, was ich meine. Gewächshaus. Wir wissen ganz genau, wo wir hin müssen. Why are you here? For the same reason you're here. To save Bertrand. Bertrand? That maniac? Ja. Das muss The Madhouse Madman sein. Garantiert. Hier ist er, der Junge. We're here to save him, or he'll die. Son, I'm here to expose arson and murder. You can help him. I know you can. Habt ihr das gerade gehört? Das klingt schon ziemlich sass, Leute. Und was ist das denn hier? Sir Ethan Weatherby, von Verwaltungsleiterin Voss, gleich den Master auf Disaster hier ansprechen, okay. November 1984, Antwort Betriebsentwicklung. Sir Ethan, ich muss Ihnen mitteilen, dass der Landschaftsgärtner ab sofort scheinbar nicht mehr zur Verfügung steht. Ich fürchte, er wird sich nicht mehr um das Unkraut kümmern können. Verzeihen Sie mir, aber konnten Sie meine vorherigen Nachrichten lesen? Zu dem weiteren Verschwinden von Personal? Mit freundlichen Grüßen, Verwaltungsleiterin Voss. Er wird definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen. Definitiv nicht mehr. Und was steht hier? Überlegungen des Redakteurs. Brände in der Anstalt. Seit dem letzten Feuer auf der weitläufigen Anstalt Weatherby sind nun 6 Monate vergangen und wir verstehen die Gründe dahinter immer noch nicht. Einige waren größer, so wie das Feuer, das die Fabrik ergriff. Einige waren kleiner, wie die Feuer in der Garage und dem Getreidelager. Es handelte sich immer um relativ abgegrenzte Ereignisse. Keines von ihnen schien je dem gesamten Komplex zu bedrohen. Man wundert sich, ob dies das Resultat von neuen Sicherheitsbestimmungen ist. Falls ja, muss man der Verwaltung zu ihren Anstrengungen gratulieren. Wie immer verweigert die Verwaltung von Weatherby Auskunft zu geben, wa? Also das würde ich jetzt zumindest beurteilen. Denken, mutmaßen. Das muss Voss sein.
Das ist auf jeden Fall ein Gemälde von ihr. He has not forgotten. Er hat nicht vergessen. Haben wir was Schlimmes getan? Bertrand, you're out of the well. Better, but still not together. There's one more coming. Then we can all leave together. Tja. Damit haben wir das Ende von Episode 2 erreicht. Und so wie es aussieht, hat Feuerwehrmann Wade genau dasselbe erleben müssen wie Deputy Pierce. Zwei Menschen auf derselben Art und Weise um die Strecke gebracht. Wir wissen es nicht. Es sieht ganz danach aus. Also dieser Bertrand sieht nicht so aus, als ob er uns wohlgesonnen wäre. Und warum uns der Junge ständig dahin lockt, wissen wir auch nicht. Aber da Episode 3 sowieso die letzte Episode ist und aus 4 Kapiteln besteht, kommen wir unserem Ziel näher und werden auf jeden Fall herausfinden, warum der Junge seinen Kumpel Bertrand geholfen hat. Und warum er eine Eigenschaft mit ihm gemeinsam hat, und zwar, dass er sich in Wänden versteckt. Hat er ihn irgendwie auch als Helden gesehen? Oder was ist mit diesem Jungen los? Wenn es auf jeden Fall in den nächsten Parts, ja nicht nur ein Part, sondern nächsten Parts herausfinden und hoffentlich auch alle Schnipsel finden, weil wir haben jetzt 18 von 20 Schnipseln. Also bin ich da positiv gestimmt, dass wir auch die restlichen 2 Schnipsel finden werden, weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass das auf jeden Fall auf den Ausgang einen Einfluss hat, denke ich zumindest. Wir werden schauen, wir werden sehen. Und bis dahin wünsche ich euch was Schönes und ich würde mich an dieser Stelle über ein Abo, über einen Daumen nach oben und über eine aktivierte Glocke freuen. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was Schönes, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.